Leute, bevor wir in diese Folge starten, fange ich wieder mit euren Fanarts an. Und ich blitze hier einmal für euch ein. Danke schon mal an Alupa, ich, Virus und WowCR118. Und mein erster Favorit kommt von Alupa. Alupa hat einmal mittig das Master Sword gezeichnet. Links davon befindet sich eine Chibi-Version, beziehungsweise die Hälfte einer Chibi-Version von meinem Omaki-Avatar. Und rechts davon eine Chibi-Version von dem BOTW-Link mit dem Reckengewand. Und es sieht so aus, als würden beide Seiten das Master Sword so ein bisschen anbeten. Definitiv ein sehr, sehr süßes Fanart. Und die Farben auf dem Bild finde ich auch sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, Alupa, für dein Fanart. Und dann kommen wir zu meinem zweiten Favoriten von Virus. Virus hat nämlich meinen Okamsen-Avatar gezeichnet, aber hat ihm nochmal ganz andere Farben verpasst. Mir gefallen auf jeden Fall diese Neon-Farbtöne auf diesem Bild, die sind dir echt sehr gut gelungen. Und auch dieser kleine Zahn, der aus dem Mund herausragt, sieht absolut knuffig aus. Deshalb, Virus, auch an dich, vielen lieben Dank für deine Einsendung. Aber natürlich auch an alle anderen. Dankeschön, dass ihr mir immer noch reichlich Fanart zukommen lasst. Kuss geht raus an euch alle. Damit würde ich aber sagen, Leute, starten wir in die Folge. So, Leute, das letzte Mal sind wir hier in den Komolo-Garnisionsruinen stehen geblieben und haben die Majora's Mask gefunden. Oder Majora's Maske. Je nachdem, ob euch Englisch oder Deutsch lieber ist. Und wir haben noch einiges vor uns. Ich würde sagen, ich gehe erstmal für alle Expansion-Rüstungsteile. Und wenn wir damit durch sind, werde ich einen neuen Anlauf starten, die Prüfung des Schwertes zu meistern. Und vielleicht haben wir diesmal sogar die Möglichkeit, Module zu benutzen. Also, es könnte machbarer sein als das letzte Mal. Wobei ich sagen muss, dass es kein Zuckerschlecken wird. So oder so nicht. Aber hey, ich bin ja eigentlich der Typ, der voll auf Herausforderungen steht. Ich muss aber zugeben, die Prüfung des Schwerts oder des Schwertes ist echt nochmal eine Sache für sich. Kann man einfach nicht anders sagen. Und ich sehe gerade, uns fehlen nur noch 4 Expansion-Missionen. Das sind gar nicht so viele, wie ich immer dachte. Oder geht's hier unten noch weiter? Tatsache, nee. Das sind nur noch 4 Stück. Dann fangen wir doch einfach mal bei der seltsamen Maske an. Man munkelt von einer Krogmaske, die ihrem Träger verrät, wenn sich Krogs in der Nähe aufhalten. Das könnte sehr, sehr nützlich sein, wenn wir alle Krogs finden wollen. Am Stall des Waldes soll es eine extra Ausgabe von Kletis Gerüchteküche mit Gerüchten zu diesem Gegenstand geben. Alles klar. Also brechen wir auf zum Stall des Waldes. Und der müsste sich ja eigentlich hier irgendwo befinden. Oder auch nicht. Wo ist hier bitte ein Stall? Könnte hier irgendwo ein Stall sein? Ach, hier! Stall des Waldes. Ach, das ist doch sogar markiert. Ach, ich bin ja auch komplett lost. Okay, teleportieren wir uns zum Mirozuhi-Schrein. Und jetzt, wo ich gerade hier bin, fällt mir ein, ich glaube, das war sogar der Schrein mit dem Golfrätsel. Das wollte ich ja eigentlich nochmal probieren. Vielleicht machen wir das sogar ganz spontan, nachdem wir alle Rüstungsteile eingesammelt haben. Vorausgesetzt, ich vergesse es nicht wieder, weil ich habe ein Gehirn wie ein Sieb. Gedächtnis wie ein Sieb. Gehirn wie ein Sieb im Grunde auch. Stall des Waldes. Hä, war ich hier noch nie? Ich glaube, ich war wirklich noch nie hier. Uns wäre da unten nicht die Schrift aufgeploppt, glaube ich. Und hier irgendwo müsste es eine extra Ausgabe von Kletis Gerüchteküche geben. Und zwar genau hier. Kletis Gerüchteküche extra 1. Lesen. Hallo, hier ist eure Kletis, Königin von Klatsch und Tratsch. Ob bei Mondlicht oder Sonnenschein. Heute habe ich etwas besonders Saftiges für euch. Frisch aus der Gerüchteküche. Die geheimnisvolle Krogmaske. Manche Handwerker glauben, dass ihre Werkzeuge mit den Jahren ein eigenes Leben annehmen. Aber offenbar können auch die Masken der Waldgeister ein Eigenleben entwickeln. Wenn man die Krogmaske trägt, soll sie angeblich von Zeit zu Zeit klappern und eine süßliche Stimme erklingen lassen. Vielleicht ist sie aufgeregt, weil sich in der Nähe Artgenossen aufhalten, die für unsere Augen unsichtbar sind. Sie soll im Schlund eines furchteinflößenden Baums in einem Wald versteckt sein, der alle Besucher in die Irre führt. Sicher nicht einfach, an so einem Ort eine Schatztruhe zu finden. Aber vielleicht gibt es eine einfache Methode. Kletis Empfehlungspunkte 5 Sterne. Okay, wir haben einen neuen Zielpunkt. In einem Wald, im Schlund eines furchteinflößenden Baums in einem Wald versteckt sein, der alle Besucher in die Irre führt. Die Frage ist halt, sind damit die Ruinen gemeint? Ich denke mal nicht, weil die Ruinen sind ja kein Wald. Was so viel bedeutet wie, es muss ja irgendwo in den verlorenen Wäldern sein. Boah, das kann ja was werden, Leute. Da kann ich jetzt echt eine Weile suchen, glaube ich. So, es gewittert mal wieder wunderschön. Irgendwas schlägt hier gleich ein. Ah ja, ich glaube, der Königszweihänder ist wieder da. Woran ich das jetzt festgemacht habe, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh, es ist so kalt. Ich glaube, wir halten uns mal ran. Und ich glaube, ich bin auch gerade mit Metallausrüstung unterwegs, was jetzt nicht so cool ist. Ja,
Das habe ich schon befürchtet. So, der Bogen wird das erstmal tun. Habe ich irgendwelche Waffen, die keine Blitze anziehen? Nein, habe ich nicht. Okay, dann muss ich wohl alles erstmal ablegen. Und der Bogen? Nee, Bogen ist okay. Ich habe aber auch kein Schild. Gut, dann lege ich einfach alles ab. Oh Gott! Übertreibt man nicht, Wettergott, okay? Bitte tu mir das nicht an. Und ich gönne mir mal eben die Dunkelrüstung, weil mit der sind wir doch ein bisschen schneller unterwegs. Ich meine, es ist ja eh gerade Dämmerung, also das ist, glaube ich, gar keine so dumme Idee. So. Hier unten dürfen wir jetzt einmal in den Wald der Crocs gehen. Hallo, du da. Oh, ich habe keine Waffe. Hoppala. Das war's mit meinem Chimären-Großschwert. Weißt du was? So. Tschüss. Weg mit dir. Verlorene Wälder. Ja doch, das muss ja definitiv hier irgendwo sein. Im Schlund irgendeines unheimlichen Baumes. Ich meine, das kann ja eigentlich nur in einem dieser creepy Bäume hier sein. Oh, wow. Und damit wurde ich schon wegteleportiert. Ich meine, so weit habe ich mich jetzt nicht von der Route wegbewegt. Aber okay. Der Baum war es schon mal nicht. Gehen wir einfach mal weiter. Ich überlege gerade, habe ich eine Fackel bei? Nee, ich habe auch sonst nichts bei, was irgendwie brennen könnte. Das ist blöd. Ich hoffe, ich finde hier irgendwo noch eine Fackel, weil ohne wird das ganz schön schwierig. Ja, da vorne ist wieder eine Fackel, also können wir hier hin. Und yes. Jetzt haben wir auch eine eigene Fackel. Ist hier jetzt irgendwo ein creepy Baum? Da ist ein Baum. Bist du hier drin? Waldlanze? Nein, das wäre auch zu einfach gewesen, Leute. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ich meine, das ist zwar ein creepy Baum, aber da muss ja, denke ich mal, eine Expansion-Truhe drin sein und nicht so eine normale Truhe wie hier. Ja, blöd, ne? Blöd. Kann man nicht anders sagen. Aber wo soll sich jetzt diese blöde Croc-Maske befinden? Die ist doch bestimmt so schwer zu holen. Hier, sein Mund ist zu. Weiter in die Richtung. Du da drüben. Da ist wahrscheinlich die Grenze. Nee, da sollte ich nicht lang. Wo könnte das sein? Im Wald, wo sich Leute verirren. Das ist ja hier. Da drin vielleicht? Nee, aber da ist noch eine Truhe, in der sich ein Opal befindet. Ja, und irgendwo dort muss doch auch diese Maske sein. Hier drin? Hier drin ist erstmal nichts. Hier ist was drin. Nee, hier ist gar nichts drin. Nevermind, nevermind. Bin verwundert, dass ich hier noch nicht wegteleportiert werde. Ich glaube, ich bin sogar schon am Ende. Kann es sein? Bin ich echt schon am Ziel? Hier ist noch eine Truhe. What the hell? Holzpfeile. Hey, dankeschön. Aber wäre nicht nötig gewesen. Oh, nee, 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 nee. Was? Ey, komm, ich war so schnell. Das ist jetzt unfair. Wieso habe ich das Gefühl, dass es nicht hier sein wird? Es gab doch diese eine Mission mit diesen Bäumen, die jeweils so einen Metallklotz im Mund hatten. Vielleicht müssen wir dahin? Könnte das sein? Ich hätte schon gerne die Croc-Maske, bin ich ehrlich. Die klingt halt ziemlich strong. Gut, ich gehe einfach weiter. Ich gehe einfach mal weiter, ne? In die Richtung vielleicht? Nee, aber hier lang? Das muss doch hier sein. Aber hier ist ja schon das Ende. Das wäre lame. Kann man hier vielleicht noch irgendwo hin, wo man es nicht vermuten würde? Höchstwahrscheinlich nicht. Ich bin mir sicher, dass es woanders sein muss. Ich glaube, ich lunz mal ganz kurz im Internet, damit ich zumindest eine Richtung habe. Nevermind, Leute. Scheinbar geht es doch wieder zurück, denn die muss sich irgendwo hier in diesem Wald befinden, weil das sind ja eigentlich die verlorenen Wälder und die Wälder, die man in den anderen, ich sag mal, Nebenquests gesehen hat, gehören scheinbar nicht dazu. Weil eigentlich tun sie es ja doch, aber irgendwie auch nicht, okay? Ja, ich lasse mich einfach wieder zurück teleportieren. Ich bin echt überfordert mit dieser Mission, ne? Ich bin echt überfordert. Also irgendwie will das mit diesem creepy Baum nicht so ganz funktionieren. Hier sind so viele creepy Bäume, aber niemand, der eine Truhe hat. Hier irgendwo. Sein Mund ist zu. Was ist mit dir? LOL! Ist die das? Da steht Expansion drauf. Aber das ist doch ein Baum wie jeder andere auch. Hä? Ist die wirklich jetzt hier drin? Oh mein Gott. Als ob die direkt
hier vorne am Anfang ist. Krogmaske. Diese Maske ist den Masken der Krogs nachempfunden. Versteckt sich ein Krog in der Nähe, reagiert sie. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Wow, das hat ganz schön gedauert, aber wir haben endlich die seltsame Maske gefunden. Sehr nice. Und ich hoffe, wir müssen nicht nochmal so lange nach einer Maske oder nach irgendeinem anderen Rüstungsteil suchen. Deswegen setzen wir unsere Reise direkt fort und suchen das Feengewand. Mein Gott, das sind aber drei Stück, die wir finden müssen. Die grüne Gewandung eines Junggesellen, der sich für eine Fee hielt, ist in den Ruinen der Ebene von Hyrule versteckt. Ein Teil ist in der Ruine, an der einst der Handel blühte. Ein Teil ist in der Ruine, in der Vergehen bestraft wurden. Und ein Teil ist in den Ruinen eines Dorfes neben den Feldern, wo sich einst viele Leute sammelten. Ebene von Hyrule. Das ist die Ebene von Hyrule. Oh, das sind aber echt viele Ruinen hier, ne? Ein Steinbruch? Könnte ein Ort sein, wo Leute irgendwie zur Arbeit getrieben wurden? In der Ruine, an der einst der Handel blühte. Wo könnte der Handel geblüht haben? An der Farmruine? Oder an... Nee, Moment, das ist die einzige Ruine, wo es Sinn macht. An der Farmruine, oder? Das erscheint mir gerade sinnvoll. Gehen wir mal zum Turm der Ebene. Und fliegen dann rüber. So, auf geht's. Ich überlege gerade, ob ich einfach eine Windbombe mache, damit es schneller geht. Wisst ihr was? Die war sogar ganz okay. Und gut, dass wir es gemacht haben, denn sonst hätte uns der Wächter da hinten ordentlich einen auf den Latz gegeben. Kann ich nochmal einen in der Luft machen? Das war nicht schlau. Gebe ich zu. Ich weiß nicht, was das war. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Ja gut, dann laufen wir halt, Gar kein Problem. Und ich glaube, es gewittert gleich wieder. Irgendwie mag uns das Wetter heute gerade nicht so. Liegt es an der Dunkelrüstung? Ist es das? Gefällt sie dir nicht? Gefällt dir mein Kleidungsstil nicht? Moment mal, können wir uns nicht Baumläufe holen? Oh mein Gott, das ist mir jetzt erst eingefallen. Wir haben ja... Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ach, wir brauchen gar keine Windbomben. Wir haben einfach Baumläufe. Das ist ja todesnice. Oh mein Gott, und da sind Gegner. Und was für welche? Bruder, willst du einen Bogenkampf? Ist aber gerade ein bisschen blöd, ne? Weil Regen und so. Und Gewitter. Yo, er one-shottet mich fast. Bro. Oh, ich weiß warum. Ja, ich weiß warum. Ich hatte die falsche Rüstung an. Oh mein Gott, Hilfe. Weh, du tust Baumläufe weh. Hoppala. Stirb, stirb, stirb. Oh wow, ich greife mit einer Fackel an. Ich bin ja auch... Mir ist ja auch nicht mehr zu helfen, oder? Weißt du was? Wie wär's, wenn ich dich mal einfriere? Ja? Hat's dir gefallen? Ja? Gleich nochmal? Und... Weg mit dir. So, gib mir alles, was du hast. Bin ich jetzt hier richtig? Hier müsste doch der Handel geblüht haben, oder? Ich meine, auf einer Farm. Gibt es schon irgendwie Sinn für mich? Hier ist gar nichts. Oh mein Gott. Help. Hier oben wird es nicht sein. Habe ich antike Pfeile? Komm schon. Ich habe welche. Weißt du was? Geh mir nicht auf die Nerven, Junge. Geh mir einfach nicht auf die Nerven. So löst man Probleme à la Okami-Style. Und her damit. So sind wir jetzt hier richtig. Fragen über Fragen. Oh mein Gott, Hilfe. Okay, es kommen immer mehr Gegner. Ich glaube, ich renne einfach. Aua. Vielleicht sollte ich nicht rennen. Er macht nämlich gut Damage. Er macht sehr guten Damage. Junge, hör mal auf. Was wird denn das? Ist hier nicht irgendwo eine Truhe? Also auf der Farm ist nichts zu finden. Aber hier scheint es ein Krog-Rätsel zu geben, oder? Ah, wir müssen hier wieder diese ganzen Blumen der Reihe nach einsammeln. Ich verstehe. Das hatten wir doch schon mal. So, dann die hier. Und dann noch die hier vorne. So, danke für den Krog-Samen. Lieber Krog. Das war nicht das, wonach wir gesucht haben, aber... Aber gut, ne? Also hier blühte der Handel scheinbar nicht. Gut zu wissen. Aber wo kann es dann sein? In irgendeiner Ruine. Bro, ich habe absolut keine Ahnung, ne? Hyrule Garnisonsruine. Hier könnte etwas sein. Aber ich wüsste nicht, warum. Hier ist noch eine Ruine. Vielleicht dort? Ich teleportiere mich mal dorthin. Ich sag mal so, das Ganze hat zumindest den Vorteil, dass wir jetzt nochmal
BOTW ein bisschen besser erkunden. Die Ruinen waren jetzt direkt vor uns. Oh, egal, wisst ihr was? Wie wär's mit Baumläufe? Baumläufe kommt wohl nicht? Wait, warum nicht? Gott, ich hatte gerade ein bisschen Angst um Baumläufe, ne? Warum wollte er nicht kommen? Hat er einfach keinen Bock? Baumläufe, mach mal nicht diesen, ja? Mach jetzt nicht diesen. Oh Gott, das macht mir ein bisschen Angst, ne? Mit den Blitzen hier. So, hier vielleicht. Alter Umschlagplatz. Das klingt auf jeden Fall nach einem Ort, an dem sich viele Leute aufgehalten haben. Und hier gibt es sogar eine Truhe. Ist das eine Expansion-Truhe? Das ist eine Expansion-Truhe, oder? Her damit. Was ist da drin? Was ist da drin? Tingels Kapuze. Okay, das muss sie sein. Es gab einst einen Junggesellen, der sich für eine Fee hielt. Mit dieser Kapuze setzt du sein Werk fort. Kululimpa. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Ah, nice. Okay, dann haben wir zumindest ein Teil gefunden. Und einen Krogsamen auch direkt hinterher. Ich meine, danke. Nehme ich sehr gern an mich. Es müsste aber noch mehr Ruinen geben. Und irgendwo in der Nähe eines Dorfes. Aber wo sind denn hier Dörfer? Ich sehe hier keine Dörfer. Also hier war ich auch noch nicht. Aber ich weiß nicht, was das sein soll. Daphnos Berg. Aber wurden da Vergehen bestraft? Hier ist auch irgendwie ein Dorf. Und hier ist ein Wald. Vielleicht dort? Wisst ihr was? Ich schaue einfach mal hier nach, weil ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Und das sieht ziemlich interessant aus. So. Jetzt müssen wir in die Richtung weiter und hoffen wir, dass wir nicht von diesem blöden Wächter da getroffen werden. Don't do it. Okay, er trifft den Turm. Der hat absolut kein Zielwasser getrunken. Das ist schon mal klar. Und das kommt uns auf jeden Fall zugute. Der wiederum kann ziemlich gut zielen. Aua. Egal, das war zum Glück nur ein Herz. Damit kann ich leben. Oh, hier ist ein riesen Baumstamm. Was befindet sich da? Vor allem, was hat er für eine Waffe? Das sah ganz kurz aus wie das Master Sword. Das wäre so witzig, wenn Gegner hier einfach das Master Sword hätten. Das ist ein bisschen sehr wild. Weißt du was? Du kannst gern gegen mich kämpfen. Yo, okay, was wird das? Ich meine, kämpfen ist eine Sache, aber... mich attackieren und mein Schild dabei zerstören ist die andere. Nur mal so. Lol, der hittet mich nicht. Ja, 1000 Baum? Was ist das für ein Baum? Ich merke schon, es gibt hier echt viele Orte, an denen ich noch nie war. Hier gibt es einfach ein Feuergroßschwert. Das ist ja lustig. Aber warum? Was ist an diesem Baum jetzt so besonders? Ich meine, klar, hier ist ein Feuergroßschwert. Aber es ist jetzt nicht so, als hätten wir sowas noch nie zuvor gefunden gehabt. Oh mein Gott, das ist ja alles verwesen. Das ist ja irgendwie eklig. Okay. Wie wäre es, wenn wir von hier einfach verschwinden? Wo war jetzt diese Ruine? Die war links von uns. Aber ich meine, es war ja eigentlich von Feldern die Rede. Und das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Es wäre sehr komisch, wenn sich da wirklich diese Truhe befinden würde. Aber wer weiß, vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir tatsächlich Glück. Tempel der Weisen. Warte mal, das ist ein Tempel? Das soll ein Tempel sein. Ah ja. Gut zu wissen. Ich sehe nur absolut nichts, was einer Truhe gleicht. Moment mal, da drüben. Ah, nee, das war ein Schild. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. So, dass ich immer genau in die richtige Richtung dreht. Ach, weißt du was? Brenn einfach. Brenn nieder. Einmal Ubosa Zorn. Und... bam. Yes, und der Damage ist mal wieder kaum vorhanden. Bam. Gib mir deinen Bogen, gib mir deinen Bogen. Oh. Ich kann ihn nicht nehmen, das ist blöd. Der hat echt lang gebrutzelt. Ah, gut. Soweit erstmal immer noch keine Spur von einer Truhe. Ja, ich meine, wäre auch komisch gewesen, wenn ich sie direkt auf Anhieb gefunden hätte. Sieht mir irgendwie nicht nach einem Tempel aus, wenn ihr mich fragt. Was ist hier? Moment mal, hier ist eine Truhe, oder? Das ist eine Truhe. Da steht sogar X drauf. No way. Das ist aber nicht hier... dieses Feengewand, oder? Oder? Mietners Krone? Hä, was ist das denn? Ein magischer Gegenstand, den einst eine Prinzessin der Schatten trug, als sie an der Seite des Helden kämpfte. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Und es gibt Antikabwehr und hat 7 Rüstungen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Krone der Schatten. Geschafft. Was? Ich habe gerade eine Quest einfach abgeschlossen. Ohne es zu wissen, die Krone der Prinzessin der Schatten findet sich bei einer Tempelruine am Regentia-Fluss. Okay,
Ich meine, das war eigentlich nicht unser Ziel, aber wir sind trotzdem schon mal dem Abschluss aller Expansion Quests näher gekommen. Das ist ziemlich nice. Ziehen wir die einmal an. Wow, das sieht sehr wild aus. Sehr, sehr wild. Ich glaube, das war aus Skyward Sword oder so. Kann das sein? Ich meine da mal irgendwie sowas gesehen zu haben. Aber so genau weiß ich es nicht, weil ich das Spiel noch nie gespielt habe. Auf jeden Fall, Leute, würde ich an der Stelle erstmal diese Folge beenden. Falls sie euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Ich bin euer Maki. Macht's gut.